Hallo, ich bin Erik Förster. Und ich bin Dörte Ernst. Wir sind auf dem Weg nach Freiburg, wo das Schwerpunktprogramm Aktive Mikrooptik koordiniert wird. Hallo, herzlich willkommen in Freiburg. Hallo Dörte, hallo, hallo Erik. Hallo Claudia. Ja, dann gehen wir doch mal gleich ans Imtech. Hallo Han. Herr Zappe, was macht das Schwerpunktprogramm Aktive Mikrooptik aus? Wir arbeiten an mikroskopisch kleinen Optiken, die sich verstellen lassen. So ähnlich wie es die Natur schon seit Millionen von Jahren tut. Im Wesentlichen sind das unsere Doktorandinnen und Doktoranden. Sie arbeiten an verschiedenen Standorten in Deutschland, an der Universität Freiburg, wo das Programm auch koordiniert wird, an der Universität Stuttgart, an der TU Kaiserslautern sowie an der Universität Mainz. Dann haben wir noch zwei Standorte in Thüringen, an der TU Ilmenau und verschiedene Gruppen in Jena und in Dresden. Das reicht bis nach Potsdam. Mit diesem Schwerpunktprogramm wollte ich jungen Forscherinnen und Forscher deutschlandweit die Möglichkeit geben, dieses spannende Thema gemeinsam zu bearbeiten. Ja, und was unsere Kolleginnen und Kollegen in ihren Laboren und Büros so machen, das wollen wir uns ansehen.